An diesem Black Friday können Sie ausschlafen, denn... Aus der ganzen Union strömen an diesem Tag... Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen... Über 9000 Geschäfte in der Wechseln ab Freitag waren für viele Millionen Dollar... Das ist ein Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits begonnen. Scheint es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache. Die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solch... Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten... Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei einem Krankenhaus in Manhattan sammelt. Keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier ist Kriegsgebiet. Die Pocken sind eine echte Gefahr. Mehr Tote als durch AIDS oder Ebola. Dass es nicht genügend Impfstoff gibt, um alle... Da muss ich unterbrechen. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massengrab umgewandelt. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Wir erwarten eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und Mehrheit unserer Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Eliteagenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch... Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Pikus und wir sind hier bei The Division. Geschenkt von meiner Freundin, gesponsert von meiner Freundin oder wie man es auch immer nennen will, ja, zusammen mit dem lieben Jonas. Kaufen, ne? Genau, du musstest es selber kaufen, ist natürlich sehr schön. Und wir spielen es jetzt hier zusammen. Mal ein paar Ründchen, mal schauen, wie es uns gefällt, wie es euch gefällt, wie es uns allen gefällt. Und wir haben jetzt hier nur den Anfang mal kurz gemacht. Ich sehe folgendermaßen aus. Hier, das bin ich. Hier, komm, zeig dich mal. Ja, das bin ich. Das hier ist der liebe Jonas. Sieht besser aus. Schaut mal, genau hier. Ja, er hat sowieso die schönste Brille auf. Und ja, irgendwie witzig, ne? Wir beide haben uns erstmal für Brillen entschieden. Ja, bloß, dass du eine coole genommen hast. Und ich hab... Du so ehrlich. Ich nicht so. Ja. Aber ich sehe eh so ein bisschen komisch aus. Am Anfang dachte ich so, mache ich so, dass der so aussieht wie ich? Alter, mir geht gerade die Musik hier so hart auf den Sack. Kann man die irgendwie ausmachen? Wo ist denn die Musik hier? Da. Ja, die Musik ist genau in der Küche. Okay, kann ich mal... Warte, ich guck gerade, ob ich irgendwie die Musik ausmachen kann, weil nicht, dass es hier jetzt zu Problemen führt. Musiklautstärke. Ich mache das einfach mal auf 0. Und dann habe ich ja vielleicht Glück, dass ich die Musik jetzt nicht mehr höre. Wouldn't you know it? Ja. 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 Was? Ich höre denn gerade zu? Ja. Wie diese nur für eine goldene Gelegenheit halten. Eine goldene Gelegenheit, auf jeden Fall, Digga. Und ich meine nicht Essen, ja, oder Medikamente. Alter, ich bin voll bei dir. Dinge, die sie nicht mal brauchen. Ey, ich bin so dabei.
Echt, Mann, beschissenen Flachbildfernseher. Mann, Leute, was denkt ihr euch? Ja, echt, könnte man meinen. Okay. Oh. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, wie witzig das ausschaut. Okay. Hör auf zu labern, ich hab keinen Bock mehr. Können wir uns irgendwo Waffen holen oder sowas? Nee, ne? Ja, hast du automatisch. Ja, ja, aber ich meine noch andere oder so. Aber jetzt müssen wir uns erstmal hier, glaube ich, einen Auftrag, oder? Ja, ich habe einen davon schon. Warte, habe ich das? Wir halten nur mit Mühe. Warte, wie? Ich check das gerade nicht. Achso. Ich habe leider einen Auftrag schon erfüllt. Okay. Ach nee, jetzt ist er wieder da. Na gut, dann. Hast du den gerade, diesen Auftrag hier mit dem Bereich sichern? Ich sehe gerade nichts. Ah, den bekommst du wahrscheinlich erst, wenn du rausgehst. Kommst du mal raus jetzt gerade? Achso, ich muss ja nach unten dann, ne? Genau, und dann hier. Sie verlassen jetzt den Mann, ich will mich immer decken, also in Deckung gehen. Ja, ja auch. Plünderer haben die Wöchentlich. Dann müssen wir jetzt die Vorräte zurück. Den Bereich sichern, okay. Ja gut, dann machen wir das mal, oder? Um sie an Hunger ja. zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Was für Spaß. Ich habe das mal gemacht, als ich auf Pekus gewartet habe, weil er das, er noch installieren musste alles hier. Okay, wie kommen wir hier erstmal rein? Ja, gute Frage. Du kannst dich entweder hier auf den LKW stellen, aber da hast du halt keine Deckung. Aber ich glaube, man soll das hier von hinten machen. Also ich weiß jetzt nicht. Das ist jetzt hier voll... Die erste Mission kann ich halt schon in- und auswendig, von daher... Achso, hier über den Container klettern, okay. Genau, und am besten machst du das, damit du das dann siehst, gehst du hier hinter dem Container... Achso, da geht's natürlich auch, ja. Sollen wir jetzt da den abschießen? Den da unten muss man abschießen, genau. Aber er schießt dann zurück. Das ist irgendwie ein Grund, geht dann nach dem Headshot nicht down, was ein bisschen komisch ist. Okay, ich habe mich auch schon gewundert gerade, aber scheint so, als ob es das schon war, oder? Nee, das geht noch ein bisschen weiter. Ja, aber ich meine jetzt mit dem Typen hier erstmal. Ja, mit dem Typen war es schon, ja. Vermisste Vorratskiste geortet. Na dann, gehen wir da mal hin. Können wir den irgendwie plündern oder sowas hier noch, die Leiche? Nein, oder? Wir haben jetzt nur seine Informationen geklaut. Okay. Dann steigen wir mal hier rüber und fahren mit dem Gabelstapler weg, würde ich sagen. Ja, ich finde es so schade, hier gibt es so viele interessante Autos, so riesige LKWs, so die Feuerwehrautos und so, man kann damit nicht rumfahren. Ich bin erstmal in den LKW reingeklettert. Ja gut, man kann später auch in Müllwagen und so rein. Das ist doch cool, und sich zerquetschen lassen. Nee, ich glaube, die sind alle... Oh, aber nicht mehr, das ist doch der größte Spaß, den man haben kann. Ja. An deiner Stelle würde ich in Deckung gehen und nicht. Ja, das war auch mein Plan, aber dummerweise. Vorne an der Kiste? Ja. Ich schieße den rechten ab, ja? Du den linken? Okay, let's go. 3, 2, 1. Los, stirb doch, du Sau. Ja, ich musste nachladen, sorry. Oh, zu zweit ist es so viel besser einfach. Geil wäre so ein Scharfschützengewehr. Du den linken, ich den rechten. Boom! Ja, das kommt sicherlich auch noch. Also in diesem Hauptquartier kann man halt auch sich ausrüsten und so weiter. Ah, okay. Da haben wir halt noch nicht genug das Geld voll. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Feindkräfte nähern sich! Jonas. Ja. Der Hund! Ich sehe das gar nicht, wo sind die? Die sind tot, alle drei. Ach, ja gut, dann. Okay. Einer ist noch da. Ja, einer, stimmt. Aber der ist jetzt hinter dem Auto dort. Jetzt nicht mehr. Ja. Alter, also ich schnitze die hier weg, ja, wie sonst was. Jetzt müssen wir die verbleibenden Vorräte suchen. Mach das doch mal, Herr Pikus. Okay. Was gibt's denn? Meine Freundin hängt hier gerade mit dem Mund am Mikrofon. Dings, wie heißt es? Alter, hier ist schon wieder Musik an. Jetzt ist der Grund, warum so, jetzt nicht mehr. Ich mein eigenes Mikrofon mitbringe, wenn ich zu euch gehe. Musik an. Puff. Macht man so, oder? Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Alter, wir sind so gut. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Das ist sehr gut.
Ich finde das Detail, ja, mit denen die hier die Maps gestaltet haben, auch dieses Hauptquartier und diese ganzen Quartiere hier, finde ich richtig geil. Und auch diese Unfälle, die sie dargestellt haben, wo dann einfach mal so ein Auto gegen Hydranten gefahren ist. Oder was auch sehr, sehr geil ist eigentlich, ist ja immer die Frage, bist du auf der richtigen Seite? Ich meine, diese Menschen, die hier sich die Sachen geschnappt haben, wollen vielleicht auch nur überleben und du killst die deswegen, damit 100 andere überleben. Und du weißt ja eigentlich letztendlich, bist du zwar von der Organisation hier, aber ist es wirklich die richtige Seite sozusagen, auf der man steht? Gibt es eine richtige Seite? Ja, also ich glaube, wir sind ja von so einer Organisation, die halt das Ziel hat, irgendwie die Ordnung wieder aufzubauen, und das wäre ja praktisch das, sag mal, größere oder wichtigere Ziel. Ja, im Prinzip schon. Ja. Aber die Frage ist, ob man das mit den richtigen Mitteln macht. Was gibt's denn da noch zu tun? Da ist ja bei mir noch irgend so ein Symbol. Kennst du dich ja inzwischen schon besser? Nee, hier so ein Quadrat oder was das ist. Genau. Das Lila, ne? Das habe ich nicht hinbekommen, aber ich glaube, das ist, wenn du M drückst, steht dann irgendwas dazu. Hier konnte ich was öffnen. Schützender Panzer. Achso, ja, das ist, glaube ich, die Belohnung, die man sich abholen kann dort. Alles plündern. Ja, kann ich hier auch irgendwo alles plündern? Wo steht denn das hier? Irgendwas mit L stand da gerade. Drücken Sie L. Achso, bei L. Fertigkeiten anlegen und Fertigkeiten einsetzen, okay. Ja, bisher haben wir nur diese einen Shortcut. Also es gibt die. Was ist E? Also so praktisch ein Radarblick oder sowas und dann eine Haftgranate. Und was ist Sicherheit? Wie benutzt man das denn jetzt? Achso, das kann ich zu E benutzen. Impulsgeber verfügbar, Technologie Haftgranate verfügbar und ballistisches Schild verfügbar. Ich nehme mal die Haftgranate, ne? Die macht ein bisschen mehr Rums und ist ganz witzig dann. Ja, aber... Ja gut, ich erwarte schon wieder viel zu viel, aber vorhin war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass man damit nicht irgendwie... Achso, man muss das in der Zugangsbasis da machen anscheinend, dass man das zuweist. Zugangsbasis? Nee, ich muss hier gar nichts. Ich muss hier gar nichts. Ich kann hier einfach so verwenden. Okay. Wo hast du die hingeworfen? Noch gar nicht, ich habe jetzt erst dieses Auswahlding. Wie hast du das jetzt gemacht? Mit L? Ich habe lang auf E gedrückt, bis das kam. Auf E. Also mit L habe ich das ausgewählt. Ja, das genau, ich muss es erstmal zuweisen. Ich kann die jetzt an dir festmachen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Derzeit nicht verfügbar. Errichten Sie die Operationsbasis in Manhattan, um Zugang zu erhalten. Hä, nein, das ist was anderes. Du musst L drücken und dann Doppelklick auf dieses Ding und dann einen Platz zuweisen. L, und dann Moment, L. Und dann steht ja Technologie da und darunter ist dieses Bild von der Haftgranate, was so ein bisschen aussieht wie so ein Müllbagger-Dings. Ja, genau. Und dann machst du auf dieses Feld mit dem Müllbagger-Dings Doppelklick. Ja. Ach so, und dann, so geht und das. Und dann rechts und dann zuweisen. Ah, okay. Jetzt und jetzt kannst du lange auf E drücken und dann hast du dieses Gerät, womit du die wegschießen kannst. Okay, wie viele hat man davon? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, 3, kann es sein, dass es unten steht? Nee, das ist Granate mit G. Ach nee, 16. Okay. Ah, die Auto-Alarmanlage ist natürlich auch geil. Tja, die Bierwerbung funktioniert jetzt nicht mehr so gut, ne? Nee. Wollen wir dann zum nächsten... Räume ist da einfach mal echt die Werbung an der Stelle, glaube ich, auch weggesprengt. Achso, jetzt geht. Nee, jetzt Response wieder. Okay. Wollen wir mal dahin laufen und... zu einem grünen Punkt. Zu einem grünen Punkt. Ich glaube, ja, gibt es verschiedene... Okay. So was mich aber noch interessieren würde, kann man denn... Wie kann man Ausrüstung anlegen und sowas? Mit dem Mausrad kannst du Waffen wechseln, aber Ausrüstung mit I, glaube ich. Yeah. Ja, genau. Ach, da, Rüstung. Doppelklick auf die verschiedenen Sachen. Wir sind momentan noch Stufe 1, oder wie schaut das aus? Nee, da unten steht das. Stufe 1. So, jetzt habe ich schon mal eine andere angelegt. Ich auch. Mit der ich ein bisschen mehr Rüstung habe. Ja. Okay, cool. Dann sind wir ja schon mal ein Stück weiter.
Hier gibt es auch so Fußgänger, deren Dialoge dann manchmal cool sind. Vorhin habe ich hier gesehen, wie so ein Typ mit einem Baseballschläger erschlagen auf dem Boden lag und dann so seine Familie dann weinend drumherum stand und so. Okay, das ist natürlich sehr cool. Das fand ich voll witzig, ja. Ja, okay. Da steht der Big Apple Forever, ja. Ah, das ist, glaube ich, sogar der Typ hier. Ah. Guck mal. Ja. Kann man den Baseballschläger mitnehmen? Weiß es nicht. Ich glaube nicht. Weil immerhin kann man den rumrollen. Man kann relativ wenige Dinge hier mitnehmen. Man kann auch alle Pakete und so, wenn die irgendwo rumliegen, Nicht aufmachen. Also. Man kann die dann aber nicht durchsuchen. Okay. Das ist natürlich fast ein bisschen schade, ne? Weil die ja hier so wahnsinnig viele Sachen drin haben. Aber was ich ganz cool finde... Ich habe hungrige Kinder. Willst du mich prügeln oder was? Was findest du ganz cool? Ach, da oben. Du wolltest doch gerade sagen, was findest du ganz cool? Ja, dass man, wenn man hier so in Nähen von Sachen gehen, dass es so ein bisschen ist, so wie man sich das ja vorstellt, in Zukunft für echte Soldaten oder in Wirklichkeit oder sowas mit diesen Brillen, dass du so Punkte siehst, wo du schnell dich hinter verstecken kannst oder sowas sozusagen, dass es einfach an dem Objekt, sag ich mal, so mitgeht, wie so eine Referenzfläche, so weißt du? Wenn du auf das finde ich immer ganz geil. Geh mal auf M und klick dann auf einen Nebeneinsatz. Dann hast du auch so ein Navi-Overlay sozusagen. Okay. Wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank natürlich auch ganz witzig, ja. Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn. Wollen wir gerade den oberen mit dem Banküberfall da nehmen? Ja, habe ich. Banküberfall habe ich genommen. Ja, dann den habe ich auch genommen durch Zufall. Dann lass uns da mal hingehen. Die ist, glaube ich, auch am Heulen oder sowas, da wegen ihrem Mann oder der Leiche zumindest da. Oder sie verreckt gerade selber. Agent, diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Ja. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die Medikamente brauchen. Versuchen sie, die Kiste zu bergen. Okay. Aber wir gehen erstmal zur Bank, oder? Weil wir das schon ausgewählt haben. Ja, genau. Was muss ich jetzt machen? Den Tunnel betreten, okay. Okay, gut, dann machen wir das mal, würde ich sagen. Wahrscheinlich über die Treppe. Achso, ja, das ist wahrscheinlich. Ja. Ich denke auch, dass es durchaus eine gute Möglichkeit ist. Aber zum Glück ist der nicht hell und krass und so. Nee, gar nicht. Vor allem die Welt ist auch nicht groß oder so. Vor allem ist es nur ein kleiner Teil, den man später noch freischalten kann oder muss. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie hoch. Boah, aber so von der Art her, wie das Spiel gemacht ist, so von der Grafik und so, ist auf jeden Fall sehr geil. Muss gefällt mir zugeben. Ziemlich gut auch, ja. Ja, und jetzt? Wenn ich hier hochklettern. Aber ist sehr cool gemacht, also die Grafik ist echt hammer. Wie klettert man auch mit W, okay. Warte, wie kann ich denn da jetzt wechseln? Die Waffe? Ach so, kann ich wechseln. Nee, den Punkt hier, hinter ich mich verstecke. Wie geht es mit... Okay, jetzt komm. Hast du eine Granate geworfen? Ja, ja, ich wollte es mal zeigen. Aber ich fand das eigentlich ziemlich cool, so von der Art her. So, gibt es jetzt noch welche? Ja, gibt's. Oh, da kommen noch ein paar mehr. Geil. Den hat's jetzt richtig fett die Beine weggehauen. Der will von hinten ankommen. Was? Eine. Oh. Von hinten. Ja, versuche ich. Habe ich. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht hier? Oh. Ja, gut, ich bin halt gestorben. Geil. Wir halten, um aufzugehen. Warte, du kannst mich wiederbeleben. Ja, aber ich sollte vielleicht erstmal den Typen hier. Wo bist denn du? Links von dir. Ach nee, der Typ, der ist. Keine Ahnung, wo der ist, aber direkt hinter der Mauer ist wieder einer. Ah, danke.
Jetzt bin ich am Boden. Wie geht es nochmal mit F? F gedrückt dann. Habe ich... Okay. Ja, danke. Es ist voll dumm, dass man danach direkt aufsteht, aber... Oh shit! Verpiss dich, Mann! Hä? Das check ich jetzt nicht. Brauchst du Hilfe? Ja. Vorsicht, der ist da mal. Da war irgendwas eben mit Steuerung, aber ich hab's nicht gecheckt gerade. Mit V kannst du Erste-Hilfe-Set benutzen. Kann ich den irgendwie prügeln? Ich will den prügeln. Ja, okay, wir müssen uns jetzt beide gegenseitig wiederbeleben und sind beide nicht in der Lage dazu, oder? Nee, ich bin tot. Ja, ich auch. Okay, dann... Neustart! Yay! Neustart, und zwar wo? Rettung Brooklyn, oder? Wollen wir nicht direkt Brooklyn nehmen, weil das ist näher dran, das andere, das ja, Rettung. Okay, Einheiten sind schlau. Ja, was denn? Meine Freundin ist gerade ein bisschen perplex, dass wir gestorben sind, glaube ich. Nein, dass du auf den zuläufst und er dich noch extra anschießen will. Ja, natürlich bin ich auf den zugelaufen. Das hat aber auch einen guten Grund. Nee, ich dachte nämlich, dass ich den irgendwie im Nahkampf irgendwie treffen kann oder sowas. Das war nicht der Fall, leider. Wie willst du das auch machen, wenn du am Boden liegst? Naja. Du fast am Stern bist. Ja, ihm halt ein bisschen gegen die Knie boxen oder sowas, was weiß ich. Das bringt ja eine Waffe. Ja, natürlich bringt das was. Okay, wir müssen uns mehr konzentrieren. Wie machst du es eigentlich mit Folgen? Schneidest du die später oder sagst du... Nö, ich glaube, ich sag hier gleich Tschüssi dann, oder? Okay. Ja, dann... Genau, ist sinnvoller, denke ich. Dann viel Spaß beim gleich Tschüss sagen, oder? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay. Okay, wollen wir? Oder? Ja. Warte, ich gehe mal von der anderen Seite jetzt diesmal ran. Okay. Sag Bescheid, wenn du Bescheid bist. Bescheid. Okay. Das war voll die dumme Idee, hier runter zu gehen. Vor allem war es einfach mal der letzte Gegner, den wir da hatten. Ach so, das hat... Ah, okay. Ja gut, das war jetzt easy, aber wahrscheinlich wird es nicht das letzte sein von der Mission. Okay, hier kann ich irgendwie was mitnehmen. Ah, jetzt müssen wir auch gleich die Zivilisten... Objekt plündern, okay. Hey, wo kann ich das jetzt machen? Da. Ach, der Picus ist im Menü. Ach, da wird er sogar angezeigt, okay. Okay, so passt es. Jetzt habe ich eine M4. Alles klar. Also man bekommt es anscheinend auch hier unterwegs. Okay, dann öffne mal hier. Okay, ich mach das. Vor allem, wie er das öffnet, anstatt das vor aufzutreten. Das haben Sie sehr gut gemacht, Agent. Endlich auf ihn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Jetzt habe ich noch eine Pumpe bekommen. Ja, und wir haben 35 Credits bekommen. Das ist ja richtig krass, weil 35, davon kann man sich genau gar nichts kaufen. Wird auf Stufe 2 aber erst entsperrt, dass wir die Pumpe benutzen können. Aber ich bin jetzt schon Stufe 2. Stufe 4 meine ich, sorry. Achso. Ich wollte noch warten, dass ich dich ein bisschen enttäuschen kann. Erste Hilfe Set. Ach, das habe ich jetzt schon aufgehoben, oder wie? Okay. Ich kann das nicht aufheben irgendwie. Ja, man muss da reinlaufen, glaube ich. Nee, bei mir steht, dass es voll ist. Dass ich nichts mehr weiter tragen kann. Ja, ich habe halt ein Erste-Hilfe-Set schon verwendet, von daher. Ja, ich nicht. Aber jetzt okay, haben wir auch diese Mission abgeschlossen, oder? Warte, genau, wollen wir denn mal rüber? Oder? Wohin rüber? Warte, hier gibt es noch irgendwo was wir einsammeln können, aber das ist anscheinend im Untergrund. Ja, oder hier in diesem Müll irgendwo. Nee, ich weiß nicht, nee, wir gehen erstmal wieder runter. Und dann gehen wir zu der anderen Mission hin, oder? Würde ich behaupten. Zu dieser mit dem Morphin, Morphium genau. Da. Hier unten ist es auch nicht. Na egal. Ja. Da rennen wir jetzt mal ein bisschen. Wir sind mit der M4. Okay, die hat aber ein anderes Fadenkreuz. Ja, die ist nicht ganz so genau. Ein anderes Fadenkreuz. Du hast noch so eine Pistole auch als. Ja, aber jede Waffe hat halt anscheinend irgendwie ein anderes Fadenkreuz. Ja. So, dann wollen wir mal rübergehen und jetzt dort die anderen Leute befreien und dann war es das mit der Folge, aber erstmal gehen wir jetzt noch rüber.
Ja, okay. Ja, ich würde sagen schon, oder? Ja. Das ist ja die erste Folge, da kann man das schon mal machen. Oh shit. Okay, bist du bereit, Jonas? Warte, ja. Und los. Okay, das ging schnell. Ich würde sagen, das war recht effektiv, oder? Mit der Granate am Anfang. Ja. Jetzt müssen wir es für die Bergung markieren, aber dann kommen auch andere Säcke wieder. Was ist los? Vorräte zur Abholung. Wer ist in die Luft geflogen? Der war überm Auto? Sehr geil. Was muss ich jetzt hier nochmal machen? Alle erschießen, die gleich kommen. Da hinten aus dem LKW. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Dann gehe ich neben dem Auto in Deckung statt hinter dem Auto. Ja, das so, solche Wörter finde ich hier jetzt nicht gut. Das ist ja auch. Nee, das ist auch. Genau, das ist nicht akzeptabel hier auf jeden Fall. Oh shit. Okay. Ja, ja, komm jetzt. Jetzt kommen wir mal an. Oh, ich treffe auch voll gut. Weißt du, wie krass man dieses Bedürfnis hatte, einfach hinterher zu rennen? Finde ich irgendwie. Ach, jetzt komm doch mal her, ey. Ich bin fast down. Die Wahl, meine Deckung ist. Oh shit. Shit, 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 shit. Aber der ist doch fast tot. Ah, okay. So. Und kampfbereit. Aber jetzt kommen noch mehr. Hier rechts kommen gerade mehr am Eingang. Gut, oh, shit. Shit, 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 shit. Nein, von der Seite. Okay, den habe ich. Der rechte ist down. Okay. Okay, geil. Nehmen wir es abgeschlossen. Gute Arbeit, Agent. Okay, nice. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. War auf jeden Fall ganz geil. Ja, dann. Also hat soweit ganz gut Spaß gemacht hier. Ich sammle jetzt gerade hier noch ein bisschen Munition ein von den ganzen, die wir getötet haben. Wie macht man das? Also einfach rüberlaufen. Achso, ich sehe dann gar nicht, dass ich was bekomme. Ja, das, vielleicht hast du auch andere Munition, die da nicht dabei hatten oder sowas. Achso, okay. Bei mir war das halt so, dass ich jetzt immer hier was dabei, also dass sie was für mich dabei hatten. Ah, der hier hat sogar was. Ah, ich habe. Wow, ich habe das gleiche. Pistolenholster. Ja, gut, trotzdem. Warte, muss ich hier mal noch ein bisschen was aufnehmen, weil hier finde ich ja noch was. Nochmal ein Pistolenholster, okay. Ah, hier finde ich auch was. Dann rüste ich das mal eben aus und dann können wir gleich. Guck mal, hier habe ich jetzt neues Atemzeug. Und was haben wir hier noch Schönes? Dann noch eine neue Pistole oder was? Ach, die da, ja, okay. Ich wurde gerade irgendwie angeschossen. Von wem wurde ich denn angeschossen? Einen verpasst, aber von dir? Achso. Ja, also ich habe dir im großen Zeh geschossen, dann hat es nicht geklappt und dann habe ich den Headshot gegeben. Ja, das ist natürlich sehr nett. So, neues Pistolenholz. Jetzt hör doch mal auf hier. Okay, sorry. Ich glaube, es macht nicht mal einen Unterschied, wenn ich hier gerade am Ausrüsten bin, oder? Da bin ich, glaube ich, immun gegen solche Sachen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass du gerade ausrüstest oder dass wir in einer Gruppe sind. Das weiß ich auch nicht. Warte, ich schieße mal jetzt dich kurz ab. Ja, bitte nur im Fuß. Ja, okay, ich habe keinen Schaden bekommen. Ja, aber ich habe dich getroffen, oder? Ja. Nee, aus einer Meter Entfernung nicht. Ja, ich war mir nicht sicher, weil ich nichts gesehen habe. Okay, dann würde ich sagen, war's das jetzt mit dieser Folge und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wir freuen uns auf jeden Fall mega. Also bis dahin, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss.